weil ich eben Angst habe, was zu ruinieren, eine Stimmung zu ruinieren. Du wirst von so einer 80-Jährigen vergewaltigt und sagst nicht stopp, weil du die Stimmung nicht ruinieren willst. Alle da. Nein. Ach, da ist jemand. Ich glaube schon. Oh Gott. Hallo? Da ach, ist ja Zuhörerschaft. Ach, ihr, hallo schon oh da. Oh nein, oh nein. Ich habe mich gar nicht kommen sehen oder kommen hören. Die sitzen da einfach so rum. Also es stank ein bisschen, als ich hier reinkam, aber jetzt weiß ich warum. Hallo, ja. Hallo liebe Leute. Ekelhaft. Ja, ich habe jetzt gesehen, dann kann ja wirklich Podcast bewerten. Habe ich ja dir geschickt. Ja, ich war auch überrascht. Ich habe auch beim letzten Mal noch gesucht und jetzt gefunden. Also danke an Patrick für diesen geilen Screenshot. Hammer. Wir haben schon 42 5-Sterne-Bewertungen bekommen. Ich hoffe, die Bewertung geht bis 10. Ja, ist so okay, 5 von 10. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Ich konnte auch abstimmen. Ja, also Leute, ich muss ja gleich mal einen kleinen Disclaimer machen. Und zwar ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Und wir grüßen euch ganz herzlich zu dieser wundervollen Ausgabe. Wir, das meint in diesem Fall Tinko Anranzer. Und Rinko Nostra Bimbus. Oh, hast ja fast hier was Komisches ja, gesagt. Ja, ich wollte das so Bimborino sagen, aber ich habe dann gesagt, nee, lieber nicht im Podcast. Ja, das ist eigentlich gut, wenn man so sagt, ich wollte erst Insert Racial Slur, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber nur aufgrund des Klanges, nicht aufgrund der ja, Bedeutung. Ich verstehe das ähnlich. Bimbo heißt ja irgendwie auch im Amerikanischen, das sind irgendwie diese dummen Frauen. Kennst du das? Also ich kenne den Begriff, bei Two and a Half Men zum Beispiel. Nee, nicht Two and a Half Men. How I Met Your Mother, genau, ne? Stimmt. Da gibt es nämlich auch diese Bimbos. Ja? Das B-Wort, bitteschön. Naja, aber es meint ja halt Frauen. Ich weiß nicht genau warum. Halt vielleicht so Richtung Barbie halt von der Bedeutung. Ich kann mal nachschauen, aber du hast recht, hab ich auch mal gesagt, der Nächste. Mhm. Ja. Darf man das Wort noch sagen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das, ich, das okay ist. Ich glaube, das ist gar nicht nie... Eine abwertende Bezeichnung für Person mit dunkler Hautfarbe. Dachte, ja, aber guck mal, na gut, englischer Slang. Also ich rede nur von den dummen Frauen. Ich kann auch das N-Wort benutzen und behaupten, du meinst damit Staubsauger, die schwarz sind. Ja. Ist ein B ist ein Slang-Ausdruck. Das lehnt da, aus dem Englischen bezeichnet heute eine meist attraktive, aber einfältige Frau. Siehst du? Im Englischen zumindest, im Deutschen. Im Deutschen kann man den Ausdruck mit Tussi oder dummes Blondchen übersetzen. Aber irgendwie auch, hier haben wir bei Google gesehen, offenbar auch eine abwertende Bezeichnung für eine Person dunkle Hautfarbe. Hm. Also es ist offenbar das wie, wusste ich nicht. Wie das Wort Bank. Das kann man als hier Geldabheben-Gebäude bezeichnen, aber eben auch eine Parkbank. Ja. Auch das Thema von mir, ich habe ein bisschen Migräne seit gestern Abend. Ich bin so ein bisschen irgendwie... Strahlt das? Hast du hier also, so... Kennst du Migräne? Weißt du, wie das ist? Naja, mit diesen Flimmern und so dazu. Es ist Flimmern, du bist voll lichtempfindlich. Ja. Kopfschmerzen. Ich kann die auch ausmachen. Nee, alles gut. Also Kopfschmerzen so rundherum von Stirn bis Schläfen, ja. Hinterkopf, oben manchmal auch so ein bisschen. Und einfach nur richtig verwirrt teilweise. Und es ist so ein Tunnelblick irgendwie. Alles geht irgendwie zu schnell. Und es ist ein bisschen komisch, habe ich gestern Abend ungefähr, so als ich dann heimkam, geil, bis heute Morgen quasi, hast du bis mal, jetzt. Hast du mal einen halben Liter Wasser weggezogen? Habe ich gemacht, aber hilft nicht, bei Migräne nicht. Schade. Bei Kopfschmerzen an sich ja, aber bei Migräne nur, also wenn das halt echt so ein Konglomerat des schlechten des schlechten Wohlseins ist, ja. Unwohlseins, dann ist es blöd und da hilft auch nicht viel. Und ich habe auch schon Pillen geschluckt früher als Jugendlicher, hilft bei mir nicht. Also ich habe das vielleicht alle 2 Monate mal, ja. Und dann hilft mir halt einfach ein Kissen so auf die Augen zu legen und eine halbe Stunde so nach hinten und dann ist es eigentlich weg. Es tut gut, aber hilft bei mir nicht. Also ich bin, wenn ich wieder anfange aufzuwachen, dann habe ich wieder voll Kopfschmerzen. Du hast die super Migräne. Du musst wieder one-uppen, weißt du? Ist so. Ich wurde auch in der Schule öfter mal Anton genannt, weil er auch immer Kopfschmerzen hatte, das Pokémon. Mhm. Und ich bin so jemand, ich habe immer Kopfschmerzen, irgendwie immer so unterschwellig und... Das ist der Weltschmerz einfach. Es ist einfach so, ja. Ich weiß nicht. Es gibt so viel Leid auf der Welt und Tino lädt sich das immer so auf. Ja, eigentlich wollte ich einen ganz anderen Disclaimer machen und nicht hier announcen, was wir eigentlich für ein Podcast sind.
Aber ich announce es trotzdem nochmal. Wir ordnen nämlich die letzte Woche für euch ein. Und da ist jetzt nicht allzu viel passiert. Ja, leider auch keine Larifari-YouTube-News. Ich kann ein bisschen was erzählen, weil so ein Fritz Meinecke hat sich halt natürlich ein paar Bewerbungen angeguckt, meine noch nicht. Das sind so YouTube-Sachen. Aber es ist natürlich in der Welt ein bisschen was passiert. Und es wird auch ein kleines Amerika-Segment geben müssen. Ja, warum? Weil das ist auch letzte Woche ein bisschen untergegangen tatsächlich, dass während in Deutschland die Abtreibung auf dem Vormarsch ist. Ja, der Donald, ne? Kinder abgetrieben, die noch gar nicht gezeugt worden. Ist so geil. Aber in Amerika ist es genau das Gegenteil und da haben wir irgendwie gar nicht so drüber geredet. Und im Zuge dessen ist auch noch mehr Scheiße dort passiert. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht für jeden immer super geil ist, weil das dann so Politik und so ein Scheiß. Aber Amerika so als Failed State mal zu beobachten, das ist schon interessant. Ich bin ein bisschen immer so, klar will ich auch, dass es den Leuten gefällt, aber es ist unser Podcast, das stimmt. Wir quatschen hier das Mikrofon rein, das muss uns vor allem Spaß machen. Und es ist schön, dass auch wir Menschen haben, die gern zuhören wollen, aber ich richte mich da jetzt weniger dran. Wenn ich über Falco und Wrestling reden möchte, mache ich das einfach, auch wenn es keinen interessiert, ist mir egal. Da darfst du auch gerne über Amerika sprechen, wenn du dich da verpflichtet fühlst, das zu tun. Und ich finde es auch interessant, weil ich belese mich zu Amerika überhaupt nicht. Mhm. Ich bekomme manchmal so News mit von Trump, wenn der wieder irgendwie irgendeinen Menschen beleidigt hat oder so. Da gibt es auch wieder heiße neue Aufdeckungen. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Und wenn ihr auch mal irgendwie, wenn ihr wollt, dass wir über andere Themen sprechen, dann gönnt euch doch einfach einen Hörerwunsch. Ja. Es wünscht sich bestimmt jemand einen Hörerwunsch, in dem wir nicht über Amerika reden dürfen. Mhm. Nicht über, na gut, Hongkong ist jetzt ein bisschen vergessen, aber ne, das war ja auch ein langes Thema. Nicht über Wrestling, nicht über AfD. Das wird schwer. Aber Corona ist lange nicht über The Walking, Fear the Walking Dead. Das habe ich auch ganz oft. Aber Corona haben wir lange nicht mehr erwähnt. So Inzidenzzahlen das gibt's und so. Ja nicht mehr. Also Corona ist ja quasi nicht existent, obwohl die Zahlen steigen. Aber die sind ja eh nur erfunden von Bill Gates, die ganzen Zahlen. Ja, aber dazu, wenn es schon Amerika, vielleicht habe ich da auch ein falsches Bild von, vielleicht denken die Leute sich auch, oh geil, Amerika, Alter, da mache ich die Ohren doppelt auf. Wir schalten nur deswegen ein. Ja, wahrscheinlich. Es ist halt nicht ganz so Brennpunkt Internet, weißt du, das ist dann mehr so Brennpunkt Politik, aber das Internet ist natürlich trotzdem in Atem gehalten. Es gab ja auch 1000 Memes über Amerika. Guck mal, 50 Jahre zurück in der Zeit gedreht. Das gehört auch dazu alles. Also ich finde, wenn wir über Amerika sprechen, dann ist es ja auch viral gegangen, weißt du? Das ist ja das Gute an den Namen. Wir können über alles sprechen, was irgendwie online stattgefunden hat. Das stimmt. Was auch online stattgefunden hat und das vielleicht als Kontrastprogramm so ein bisschen privater Natur, war ein Livestream meinerseits, beziehungsweise sogar zwei Livestreams. Ich hatte zwei Outdoor-Livestreams diese Woche. Einmal mit MCM am Montag und dann am Mittwoch mit meiner Oma. War die auch zu sehen? Die war hin und wieder kurz zu sehen und vor allem zu hören. Und es war halt echt absolut absurd. Also das war richtig eine surreale Experience. Das VOD ist noch online. Es wurde tatsächlich keiner der Songs, die im Hintergrund abgespielt wurden, geclaimed. So Marschmusik deiner Oma so immer so. Nee, das ist so Schlager. Ich dachte halt, ich war wirklich den ganzen Stream über war ich deswegen so ein bisschen angespannt, weil ich eigentlich weiß, dass gerade diese hässlichen Schlagermusiker, die sperren halt immer weltweit. So, weißt du? Das ist dann auch, ich werde es dann auf YouTube sehen, ob da was erkannt wird, aber die Musik ist scheinbar doch nicht so laut gewesen. Und deswegen war ich die ganze Zeit so ein bisschen, oh, scheiße eigentlich. Und aus dem Stürz ja auch, wenn die Mucke läuft, dann hört man die Gespräche nicht so. Egal. Ursprünglich war ich einfach nur bei meiner Oma oben in der Etage, die halt komplett frei ist, und habe da kurz ein bisschen erzählt und meinte so, ja, mal gucken, ob meine Oma überhaupt zu sehen sein will oder so. Ich werde dann mal kurz vorbeischauen und bin so durchs Haus gesneakt und so, oh Gott, wo ist sie? Und dann gehe ich aber raus und sie hatte gerade noch Besuch von der Traudel, und die Traudel, die hat diese ganze Sache ins Rollen gebracht. Denn auf einmal, das war so eine 180-Grad-Wendung. Ich bin wirklich durchs Haus gerobbt. Oh Gott, mal gucken, wo ist sie? Und eine halbe Stunde später haben wir bei Traude gesoffen und Schlagzeug getrommelt. Und es war ganz komisch alles. Meine Oma hat nur gejodelt und geschrien. Das war richtig absurd. Also es gibt echt auch viele Clips davon. Ganz, ganz wildes Ding. Und du hast gesoffen, Ich habe für Traude ein Glas Sekt getrunken. Oh. Ich habe es ja wirklich angekündigt, Traude, ich trinke keinen Alkohol, nur für dich trinke ich jetzt mit Traude. Und dann war das Glas halb leer und da hat sie natürlich nochmal nachgeschüttelt. Mhm. Nachgeschüttelt. Ja, Traude hat mir auch einmal so übers Bein gestrichen, so ganz sachte. Und es war die ganze Zeit so eine leichte sexuelle Spannung in der Luft. Ja. War, ja, aber beide halt jenseits der 70. Das ist ja, schon süß. Ganz, ganz wild gewesen.
Und ich kann nur sagen, guckt es euch an oder guckt euch ein paar Clips an und folgt mir auf Ich Twitch. kann Es mal war reinschauen, ich finde das gut. echt lustig. Ich war ja auch auf dem Geburtstag von meinem Opa, der ist 80 geworden. Und Ja. wir haben in so einem Dorf gefeiert, oder in so einem Wald, mehr besser gesagt, in so einer komischen Waldhütte, die so eine Partyhütte ist. Und es waren echt alle da, so die man kannte von früher, irgendwelche alten Nachbarinnen und irgendwelche Leute, die uns besuchen kamen aus Berlin und so. Alle waren sie da und als ich gekommen bin, war ich so ein bisschen so, ach, der Künstler, ist da der Künstler? Und ach, der Musiker und der Schauspieler und so. Ich habe zwar alle Omas an, so, also nicht meine Omas, aber ich habe keine mehr. Aber so irgendwelche alten Damen, die mich von früher kennen. Oh, bist du schön geworden? So ein hübscher junger Mann. Und Ja. du hast dich ja gar nicht Die sind verändert. richtig durstig, diese alten Frauen. Du bist gar nicht alt geworden, bist immer noch genauso schön wie vor 10 Jahren und so. Und ich dachte, ja, klar. Also ich habe Bart bekommen und lange Haare, aber na gut, ich sehe immer noch aus wie früher. Wie ich mit 8 aussah wahrscheinlich. Und das war auch nur so Marschmusik die ganze Zeit. Da kam so Ja. eine Marschkapelle so und die meinten irgendwie also auch live, die live gespielt haben. Wir machen jetzt hier so zwei, drei Lieder und dann gehen wir wieder. Die haben eine Stunde lang gespielt. Und es war gut. Sie haben gut gespielt, aber es hat nicht mehr aufgehört. Nochmal, nochmal. Es ging immer weiter. Und das war meine Family Experience. Und ich bin auch von manchen Omas auch bekrapscht worden ein bisschen, muss man auch dazu Uiuiui, sagen. ja, das ist heikel, glaube ich. Sie hat mir dann das Klo gezeigt und auf einmal zieht sie an meiner Hose rum. So, komm, zieh die Hose aus. Ich werde dich abhalten. Nein. Abhalten weiß ich nicht genau, aber ich glaube, sie meinte damit, dass sie für mich hält, damit ich nicht daneben sehe oder so. Ich weiß es nicht Oh genau, aber Gott, sie oh hat immer wieder Gott. abhalten gesagt. Es war natürlich schon im Spaß, hoffe ich, aber es war alles ganz absurd. Ich kann mal hier, einen Clip habe ich mal rausgesucht, da hört man nur Dinge, da sieht man sie nicht Stell und dir doch mal vor, es wäre andersrum gewesen. Und nur sowas, die ganze Zeit. Ja, wärst du eine junge Frau gewesen, das wären Opas gewesen, dass das ein Aufschrei gewesen Auf wäre. jeden, Alter. Und ich kenne diese alten, solche Ich zieh alten mich gleich Damen. aus, mein Schwanz ist schöner. Ja, ich kenne solche alten Damen. Ich war ja auch mal im Altenheim zum Probearbeiten damals, so für ein Praktikum. Und das war ähnlich irgendwie mit so, ach, ein schöner junger Mann. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich nochmal rausgeputzt und so. Und nicht dass sie mal reinkommen, wenn ich nackig bin. Hu, hu, hu. Und dann denke ich mir auch so, naja, das ist im Grunde ja auch eine Form von sexueller Belästigung eigentlich, ne? Man nimmt es Ja. nicht so ernst, weil es alte Damen sind, aber irgendwie denke ich mir schon so, ich bin gerade ein Stück Fleisch für die. So. Also ein Stück weit sexuelle Belästigung finde ich ja okay. Nee, ich meine, es ist, solange man nicht sagt, okay, stopp, ich möchte das nicht, das habe ich ja auch nicht, so. Ja. Finde ich, ist es okay, da sollte man jetzt nicht so, gerade, weißt du, meine frisch verwitwete Oma, die darf ja ruhig mal einen Abend Halligalli machen. Ja, schon. Aber ja, also, Nee, ich finde auch, ich. dass man eher als Täterperson eigentlich in der Verantwortung ist, einzuschätzen, wie der Vibe gerade ist. Und ich würde mir nicht trauen, bei alten Damen Nein zu sagen oder hör jetzt bitte auf, weil ich eben Angst habe, irgendwie was zu ruinieren, eine Stimmung zu ruinieren. Du wirst von so einer 80-Jährigen vergewaltigt und sagst nicht stopp, weil du die Stimmung nicht ruinieren willst. Nicht vergewaltigt, aber so belästigt werden, weißt du? Da trinken die so ihr Eierlikörchen und du bist dann irgendwie so, ja, ist irgendwie ganz lustig für die, aber ich finde mich gerade unangenehm irgendwie. Oder willst du nicht derjenige sein, der sagt, nee, hör mal auf jetzt hier? Ich finde es ganz schwierig, aber Ja. irgendwie auch witzig. Es ist, Ja. ja, schwierig. Es war grenzwertig, aber es war noch okay. Es war noch okay. Was nicht okay war die Woche, was ich erst heute Morgen gelesen habe, William Cohn ist gestorben. Das stimmt. Habe ich Der, direkt mal ja. nachgeguckt. Und der hat nämlich als letzten Post, den er selber noch gemacht hat, und nicht diesen hier, wir sind seine Agentur, wir posten mal, dass er tot ist, Post. Der war am, ich glaube, 11. Juni, was nicht so lange her ist. Und er ist ja mit seinem 91-jährigen Vater draußen. Das heißt, er ist wahrscheinlich jetzt vor seinem Vater gestorben. Ja, stimmt. Und das, obwohl er ziemlich alt war. Das ist schon 65. hart. Ja, ist er Also geworden. gut, zum Sterben jetzt nicht super alt, aber ne, dass er halt noch einen Vater hat, ist, der freut sich bestimmt jetzt nicht ganz so. Nicht so richtig. Nee, die Stimmung wird ein bisschen gekippt sein am Wochenende jetzt. Nee, er war ein Schauspieler und war vor allem als Böhmermann Sidekick bekannt und bei Zirkus Halligalli, der mit so einer ganz tiefen und ruhigen Stimme gesprochen hat und so eine lustige Brille auf hatte und hässliche Polunder, Pullover, keine Ahnung.
Jedenfalls sehr traurig bin ich darüber. Und das, weil ich ihn echt mochte. Und er war ein guter Schauspieler. Und ist auch nicht mehr Deutscher. Ne? Der ist ja irgendwie auch eingebürgert worden und hat aber richtig gut Deutsch gesprochen. Also akzentfrei Deutsch gesprochen. Was ich ihm echt hoch anrechne. Jetzt wurde er mit einem Hardcut ausgebürgert Muss wieder. man sagen. Ja. Sehr sad, Ich jedenfalls. habe zu dem jetzt ehrlich gesagt nicht so den Bezug. Ich wusste ja, dass der bei Böhmermann da rumgemacht hat, aber ja. 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 Schade. Mich trifft es ein bisschen, weil ich ihn echt mochte und gern gesehen habe. So. Und kennst du das nicht auch, dass du dir manchmal vorstellst, dass du irgendwelche Projekte machst, so irgendwann drehe ich einen Film und dann geht es dann darum, ich werde diese Menschen, diese Schauspielerinnen und Schauspieler einladen und die dann mitmachen. Er war einer davon, wo ich immer dachte, den würde ich gerne mal engagieren für irgendein cooles Projekt. Geht nicht mehr. Oder Dirk Bach früher auch. Okay. Das sind so Menschen, die wollte ich, mit denen wollte ich mal arbeiten und dann sind die halt gestorben und das ist dann immer richtig, Ich weiß nicht, richtig der hat traurig. irgendeine Qualität in der Stimme, die ich gar nicht so angenehm finde. Also, ich Na, Dirk, verstehe schon, warum Leute das angenehm finden, aber für mich persönlich ist es nicht so. So ein Erklärbär, ne? So ein gesetzter und lustiger Typ. Ja, wahrscheinlich ist es das in der Stimme. Ich Ja. mag das. Schade, bodenlose Frechheit vom Gevatter Tod ihn mitzunehmen. Eine hodenlose Frechheit hat Thorsten Legert erlebt. Das habe ich hier reingenommen, Ja. denn der Wachsel hat mir das geschickt. Ja, Briss Aaron, vielen Dank für diese tolle Sache. Und Thorsten Legert ist wohl so ein Typ, den ich irgendwann neulich mal imitiert habe im Stream, schon wieder vergessen, keine Ahnung. Und der ist beim Turmspringen vom fucking Dreier, ja, das macht mir richtig Angst, Ja. auf seinen Hodensack gesprungen. Und dann hat er irgendwie weitergemacht, vielleicht war das ja auch der Fehler, und hat dann zu Hause gemerkt, okay, das Ding schwellt an. Und dann meinten die Ärzte, ja, das müssen wir rausnehmen, kommt was anderes rein. Sind, wahrscheinlich wird das wie bei meinen Taubeneiern ablaufen. Da kommt dann so eine Dame, holt den Hoden raus und legt einen Plastikhoden rein. Ach, man das so, ja? Das war bei meinen Taubeneiern so, Ah, ja. witzig. Dann warten die ewig, bis es mal irgendwie Und dann sind schlüpft. sie enttäuscht und lassen ihr Dings zurück, ihr Nest. Weil sie dann denken, hier geht nicht. Hier geht nichts mehr. Ja, erzähl mal du Ich hab's kurz von Hoden. Ich mitbekommen. hole mir mal Strümpfe in der Zeit. Gerne. Ist ja kalt, ja? An die Füßchen. Ich hab's mitbekommen durch TV Total, glaube ich, als Puffpaff darüber gesprochen hatte, dass er eine Untersuchung hatte, dieser Legat, um zu prüfen, ob er neue Hoden braucht oder einen neuen Hoden braucht. Und es ist ja richtig unangenehm. Also ich weiß gar nicht, wie man fallen muss, dass sein Hoden kaputt geht. Ich meine, ich bin ja eh kein Springer von solchen komischen Türmen da. Ja, Aber das das ist Ding so ein ist halt, dass Grund. es nur ein Dreier ist. Das ist ja nichts Also an ich stehe sich. auf Dreier, aber nicht im Ein Schwimmbad. Dreier ins Wasser. Ja, Wasser ist ja an sich relativ weich und klar, kann das auch wehtun. Aber wenn du auch, wie du sagst, im Schwimmbad, also wahrscheinlich nicht mal im Freibad, da ist das Wasser immer wärmer. Und je wärmer das Wasser ist, desto weicher ist es auch. Also was zur Hölle hat dieser Mensch gemacht, um seinen Hoden zu sprengen? Ich meine, er kann jetzt mal erzählen, er hätte bei einem Dreier einen Hoden verloren, Ja, was ganz witzig ist. das stimmt, ja. Aber ich weiß gar nicht, macht das was mit deiner Potenz eigentlich, wenn du einen Hoden verlierst und eine Naja, Attrappe das hast? ist bestimmt wie mit Augen. Du hast ja zum Glück zwei. Ja, ist Ja. dann halt nicht mehr ganz so geil, Aber du brauchst ja aber auch geht zwei noch. für die räumliche Wahrnehmung und so. Ja, das ist richtig, aber du kannst ja trotzdem noch gucken. Und auch überhaupt so dieses räumliche Wahrnehmen verstehe ich nicht ganz. Also wahrscheinlich, wenn es schnell gehen muss, aber vielleicht hilft das auch nicht, wenn du mal kurz das Auge zumachst, weil du es halt noch gewohnt bist. Und wenn du geboren wirst mit nur einem Auge, dann ja. Aber ich habe das Gefühl, ich kann trotzdem, wahrscheinlich weil ich halt aus Erfahrung weiß, wie weit es weg ist und nicht weil ich es wirklich wahrnehme. Also ein zweites Auge ist überbewertet, will ich damit sagen. Liebe Grüße an Frank Elstner. Und den, wie heißt der, Parabelritter? Sind Stimmt. ja beide solche. Ja, Ja. solche Piraten. Weißt du eigentlich, warum Piraten, habe ich das schon mal gefragt im Podcast, warum Piraten Augenklappen hatten? Ich glaube, ich habe es schon mal gehört, aber ich wüsste es jetzt nicht. Ich dachte lange Zeit, echt bis vor wenigen Wochen, dass. Warte, warte, das ist irgendwas, um sich an irgendwas zu gewöhnen, wenn sie es dann abmachen, ist irgendwas, oder? Irgendwas war da. Genau, so eine Art. Ja, weil wenn man, ich kenne das auch von der Sonne, wenn du halt ganz lange ein Auge zumachst und das dann wieder aufmachst, dann nimmt das Farben ganz anders wahr. Genau, dann fehlt der Weißabgleich so ein bisschen. Das Ja. ist alles so in Graustufen. Ich dachte echt bis vor wenigen Wochen noch, dass Piraten das einfach so ein Klischee ist, dass sie während des Kampfes ihr Auge verloren haben und Ja. deswegen Augenklappen tragen müssen. Und deswegen auch haben sie alle Haken und so Holzbeine. Aber nein, das ist fürs Schiff, dass wenn die runter müssen in den Keller des Schiffes, dass sie dann die Augenklappe dann wechseln können aufs andere Auge und dann in Dunkelheit sehen können besser. Dass sie schneller switchen können von hell zu dunkel sehen.
Das finde ich ja voll mindblowing. Ja, aber voll was haben die denn für ein fucking Ecstasy-Leben, dass die so krass hin und her switchen müssen die ganze Zeit? Wenn sie unter Beschuss stehen, dann müssen sie vielleicht irgendwie Kanonenkugeln holen. Und da. Ja, gut, ich weiß es nicht. Aber ist Piraten auch noch das richtige Wort? Einfach mal ein Fenster einbauen. Darf man noch Piraten sagen? Man darf alles sagen, Tino. Nee, die Frage ist ja, ob das jetzt auch wieder irgendwas Neues gibt. Ob die, Ja, man muss sie jetzt Somalier nennen. Ach so, okay. No. Das P-Wort ist nicht mehr on vogue, sag ich mal. Wer auch nicht ganz on vogue ist bei den Querdenkern, das ist nämlich Christian Drosten. Ich sehe ihn gerade, hast neben ihn gescrollt. Erkenne ich doch, den kleinen Süßen. Der Christian, der war wohl im Urlaub und wurde bepöbelt und attackiert von irgendwelchen Querdenkern, die geschrien haben sollen, du Kindermörder, die haben sich alle impfen lassen, die jetzt alle gestorben sind. Das und sagt so. Der Drosten jetzt nur so, der war bestimmt, hier ist ja Essen drauf, Alter. Oder Blut. Ich hoffe, hier ist schön Tomatensauce auf meinem tollen Kissen. Ich drehe das mal um. Der war bestimmt irgendwie auf Malle im Bierkönig. Schau hat da Leute drauf. Angepöbelt und Corona hat dann ist rund um die Uhr. Ja, und hat dann hinterher gesagt, die Querdenker können mich nicht leiden. Ja, der hat doch faustdick hinter den Ohren, der Schlingel. Bestimmt. Nee, er muss wohl auch die Polizei rufen deswegen. Also wurde bepöbelt. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Also, ob das denn, ich dachte, denen geht es immer so ein bisschen auch um wie sagt man, eigene Entscheidungen treffen, den Querdenkern. Ja, du darfst dich impfen lassen, musst es aber nicht machen und so. Oder du darfst ruhig Maske tragen, aber musst nicht. Ich will keine Maske tragen, sagen dann die Querdenker. Als wo die ganzen Pflichten weggefallen sind, regen sie sich trotzdem auf, dass du es machst. Warum regen sie sich über Drosten auf? Wahrscheinlich, weil sie glauben, dass er sich diese Studien alle ausdenken würde. Die haben alle nichts zu tun, die haben alle keinen Sinn im Leben, Alter. Die fühlen sich wie die harten Ritter. Das ist doch auch nichts gegen Eltern oder so oder junge Mütter oder Mütter mit jungen Kindern, so rum meine ich es eher. Aber ihr habt doch alle immer nichts zu tun. Ja. Die siehst du dann immer bei irgendeiner Scheiße in der Stadt, weil die haben halt keinen Alltag mehr. Und aus der von der Langeweile getrieben werden sie zu Aktivisten, aber meistens holen sich halt so eine Scheiße ran. Ich bin jetzt Aktivist gegen Drosten. Könnte ich direkt querverweisen über die Pariser Klimaaktivisten, die halt eine gute Sache machen, wo einer so ein bisschen sehr übertrieben schreit, als er mit seiner festgeklebten Hand von der Straße entfernt wird durch einen Polizisten. Aber die Leute fokussieren sich dann halt darauf, guck mal, so ein Dulli, der kann bei den Italienern in der Fußballmannschaft anfangen. Ja, gut. Aber eigentlich ist es ja eine übelst gute Sache so, weißt du, da sind halt, warum sind da nur 12 Leute, die Straße blockieren und nicht 12.000? Ja, das stimmt. Und ich finde es spannend, dass sie halt solchen Leuten wie Drosten und so Betrug vorwerfen. Das sind ja Betrüger und die wollen nur unser Geld, uns arm machen. Aber in den Querdenkerkreisen, da werden ständig Menschen verhaftet, die irgendwie Geld hinterschlagen haben sollen. Wie jetzt dieser Ballweg zum Beispiel. Der ist einer der Querdenken-Bewegungsgründer. Beim Fußball richtig schlecht. Wenn der Ballweg ist, genau. Ja. Früher im Fußball, jetzt ist er halt ein Querdenker. Ja. Und er wurde jetzt verhaftet, weil er wohl Spendengelder von Querdenkern unterschlagen haben soll. Und so wollte sich damit ins Ausland absetzen. Und da gehen sie auf die Straße, die Querdenker, und sagen, ja, sie hatten dir mundtot gemacht und wollte sowas überhaupt nicht machen. Schiffmann das Gleiche hat auch wohl mit irgendwelchen Spendengeldern Schindluder getrieben. Also die werden vor ihren Augen verarscht von ihren großen Führern dort und schützen die ja trotzdem noch. Und das verstehe ich halt nicht. Ja, aber das Ding ist, dass Querdenker halt Doppelpiraten sind. Die haben zwei Augenklappen auf. Weißt du, deswegen erkennen die das nicht so. Die sehen gar nichts mehr, ja. Aber fühlen sich schlau, weil Piraten, da haben eine Augenklappe. Ich nehme zwei Augenklappen, bin ich doppelt so schlau wie die und sehe gar nichts mehr. Ja. Oh, du Schlafschaf. Ich glaube, ich muss bei diesem Pariser Ding nochmal kurz einhaken, weil sonst sehe ich schon die Leute mit den Fackeln und Mistgabeln rumziehen. Das kannst du nicht machen, einfach hier, was können die Leute dafür, die da gerade auf Arbeit fahren und so. Das ist alles richtig, aber was willst du machen so? Du musst ja irgendwas machen, was für Unruhe, was für Komplikationen sorgt, um in irgendeiner Form was zu erreichen. Wenn du halt mit deinem scheiß Friedenszeichen irgendwo auf einer Wiese stehst, das interessiert halt keinen Schwein. True. So, und deswegen, also ich sage nicht, dass das Beste ist, was man machen könnte, so. Ich bin ja immer noch für vor den Bundestag scheißen. Mhm. Aber irgendwas muss ja passieren, so. Also, ja, keine Ahnung, wenn aber die Gesellschaft hat halt keinen Bock drauf. Es ist halt so, tut mir leid, ich habe auch noch mal einen Konkurrenz-Podcast reingehört, Lanz und Precht. Tut mir leid, weil da steht demnächst so eine schizophrene Parodie meinerseits an. Und da wurde halt auch ausführlich diskutiert, warum jetzt der Verzicht bei dem Krieg halt so, ich Gänsefüßchen, einfach ist, ja. Mhm.
Wahrscheinlich mit der Aussicht, dass es vielleicht nur ein Winter ist. Aber wenn es heißt, irgendwie Verzicht wegen Klimakrise, was halt irgendwie uns alle bedroht, da ist es so, ja, was weiß ich, ja, nee, muss nicht sein Aber so. wenn es ums Geld geht, Ich dann brauche kriegen mein die ganz große SUV. Augen, ja. Ja, und keine Ahnung. Und da überlege ich mir, wenn die Gesellschaft halt so weit wäre und jetzt einfach sagen würde, wir, was weiß ich, kommen wir auch gleich zu Amerika, ne? Das ist auch nochmal eine ganz schwierige Sache passiert in Bezug auf Klimakrise. Wenn die halt jetzt alle sagen würden, wenn 20 Millionen Leute in Deutschland sagen würden, hey, wir machen jetzt eine Woche Arbeitsstreik oder so, bis hier irgendwie verabschiedet wird, dass wir, was auch immer, ich mache keine Politik, aber weißt, was ich meine, so, dass das fucking Klimaziel einfach erreicht wird, was wir uns selber gesteckt Ja, haben, was ja. halt gerade nicht der Fall ist. Irgend sowas. Ja, also irgendwas musst du machen, was halt aneckt. Und klar, es ist scheiße, dass es den Privatmensch trifft, der gerade einfach nur auf Arbeit fahren will, der dann halt zu spät ankommt und so. Das ist ja auch so Aber die, die Argumentation der Antifa so ein bisschen, dass sie eben so ein bisschen Krawalle machen müssen, um beachtet zu werden. Natürlich gibt es dann immer ja, so eine Krawalle Grenze. ist halt wieder was anderes. Ja, kommt drauf an. Also ich glaube, dass wenn sowas passiert wie G8, G7 oder so und du willst auf was aufmerksam machen, Ja, aber dann reicht machst es du halt doch nicht, dich an die Straße Krawall, zu kleben. dann machst du doch Krawall, aber da, wo das Treffen stattfindet und nicht bei Oma Gerda 50 Kilometer Richtig, das wollte ich entfernt. gerade sagen. Man muss trotzdem so ein bisschen gezielt sein, weil sonst ziehst du auch die Unsympathien der Leute auf dich. Ja. Das war ja so in Hamburg, als sie dann diese Oma-Emma-Läden angezündet haben oder Familienautos. Das führt zu nichts. Also die Menschen, die dann diese Autos gehört haben, die sind dann gegen dich. Du willst sie auf deine Seite ziehen. Du musst dafür sorgen, dass dein Ziel es ist, Aufmerksamkeit zu bekommen für diese Thematik. Und da, wenn dann mal ein Auto brennt, ja, muss man nicht machen. Das ist Kollateralschaden, das ist ganz normal. Wenn du schon ein Auto anzünden musst, dann muss man wenigstens überlegen, was für ein Auto ist es eigentlich. Und Dann muss schon wenigstens ein Politiker drin sitzen. das nicht, aber es kann ja einem gehören zum Beispiel. Da würde ich zumindest Ja. verstehen, okay, er macht es deswegen, weil das Auto gehört Frau von Storch oder so. Ja, Ich würde aber es wenn du nicht Frau machen. von Storch ein Auto anzündest, holt die sich halt gleich zwei neue so und kriegt noch per Fundraiser das bezahlt von ihren Bestimmt, ich Supportern. sag Ist mal, halt auch. ich finde das nicht gut, es zu machen, aber verstehe ich zumindest den Background. Aber wenn du halt ein Auto anzündest von Familie Schmidt, die irgendwie darauf gespart haben, jahrzehntelang, dann ist es halt irgendwie sehr unproduktiv für die Thematik. Also ich glaube, am effektivsten wäre echt ein genereller Arbeitsstreik. Irgendwie für eine Woche oder so. Du hast ja gesehen, wie krass Corona uns irgendwie lahmgelegt hat. Und da war es ja nicht so streikmäßig. Da haben ja die trotzdem noch weitestgehend hier alles am Laufen gehalten. Aber wenn einfach eine Woche die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung sagt, nee, ohne uns so, dann ist es auch das Gleiche, wie ich neulich zu dir gesagt habe, glaube ich. Als du nochmal meintest, ey, Männer sollten sich nicht mehr oder das Oberteil ausziehen oder dass diese Idee im Raum steht. Männer sollten sich nicht mehr aus das Oberteil ausziehen aus Solidarität. Und dann meine ich aber, das interessiert aber keinen, weil es halt keiner mitkriegt. Keiner sagt, ey, ich bin ein Mann, ich ziehe gerade nicht mein T-Shirt aus. Das interessiert halt keinen. Anders aber, wenn im Hey, ich mach Freibad, nichts, guck mich an. ja genau, wenn im Freibad oder auch in der Stadt Frauen einfach oberkörperfrei rumlaufen, wenn das eine macht, ist halt schwierig, dann kommt halt Ordnungsamt und sagt, hier, ich box dich tot. Aber wenn das 2000 machen, was Ja, wollen die denn machen? einmal 2000 Leute kollektivistisch. verhaften oder Ja, was? stimmt. So. Und das ist halt das Gleiche hier. So, einfach mal alle Arbeit streiken. Das ist natürlich aus meinem Ivory Tower hier Ja, leicht gesagt. stimmt. Aber das halte ich für am effektivsten. Ja, es muss so eine individuelle Geschichte, ne? Wo arbeitest du eigentlich, wenn du jetzt im Krankenhaus als Arzt arbeitest und du bist Ja. jetzt irgendwie Chirurg oder so, ist es vielleicht schwierig, du hast halt heute eine Hirn-OP oder so. Ja. Das ist schwierig. Ja, aber was weiß ich, alles an Ernährung oder sowas. Keine Ahnung. Also da, weißt, da, wenn alle Supermärkte plötzlich, das macht halt keiner, weil Corporate, ne, wir können nicht hier das, weißt du, was das hier für Verkaufseinbrüche bedeutet? Oder wenn morgen alle streiken, dann machen wir auf, weil dann machen wir dreifachen Umsatz, so. Und auch Nahverkehr oder Das ist halt Fernverkehr, wenn richtig die. mies einfach. Du bist da, also wir haben uns da einfach so eine Zwickmühle geschaffen, wo es einfach nicht so einfach ausgeht. Ich will gerade irgendwie ein Wort suchen für Busfahrer, Hurensohn. um alle nee, um alle zu meinen, was also alle Geschlechter, wie jetzt Lehrer, Lehrkräfte, Lenkkräfte. Alle Lenkkräfte Ja, können ja okay. auch mal anfangen, dass sie einfach kein Geld mehr kassieren. So, zum Wird halt Beispiel. nicht passieren, Da darf man nicht, weil aber es ist echt strafbar, leider ja. für die Lenkkräfte. Aber in Japan ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass wenn die streiken, die Lenkkräfte, das ist ein geiles Wort eigentlich, dann nehmen die halt kein Geld mehr von den Leuten. Das tut nämlich an denen weh, die eh reich sind, denen die Unternehmen gehören. Und nicht den Leuten, weil wenn die Lenkkräfte streiken, dann
in Deutschland, dann fahren die einfach keine Busse mehr und keine Bahn mehr. Ja. Dann ist für alle irgendwie doof und dann trifft es eher die Leute oder vor allem die Leute, die halt auch betroffen sind, so die kleinen Leute. Ja. Die ganz kleinen, so unter 1 Meter. Naja, da haben wir uns aber jetzt in Rage geredet, nur weil irgendwie so ein komischer Typ sich in Paris an die Autobahn geklebt hat. Gut, aber dennoch, wichtiges Thema, kann man ja mal drüber sprechen. Noch ein viel wichtigeres Thema, lieber Tino, ist Skate 4. Es ist Ah, ich in der habe drauf Mache. Es gewartet. ist wirklich so geil. Ich muss es ansprechen, weil diese Woche kam ein Trailer raus. Ich muss gerade mal gucken, wie lange wir aufnehmen. Ja, Tino, Wir haben hast du das? 14 angefangen. Ich habe geschaut. 14, ja, ich muss nur sicher gehen, dass ich auch hier auf Aufnahme gedrückt hatte. Sehr gut. Ja, professionell. Was geht, Leute? Skate, also Puh, wird Skate 4. das Skaten quasi noch mal jetzt revolutioniert. Ja, Genau, also jetzt die gibt es 5 Rollen. Skateboard 2 wurde jetzt quasi Cool. erfunden, ja. Nein, es ist wirklich eine Sensation, weil du siehst es da liegen. Skate 1 kam 2007 raus. Ja. Ende Für die 2007. PS3, ja. Ja, genau. Skate 2 kam bereits Anfang 2009 raus. Und Skate 3 kam dann 2010 raus. Das heißt immer nur 1,5 Jahre dazwischen. Und jetzt, wenn du mal auf die Uhr oder auf den Kalender guckst, es ist Ganz schön spät geworden. 2022, richtig. Und jetzt kommt Skate 4. Es ist in der Mache. Das weiß man schon etwas länger, aber diese Woche kam halt so was Ähnliches wie ein Trailer raus. Es ist noch early, pre-pre-pre-pre-Alpha-Footage. Aber es sieht schon so nach Fun aus. Es ist ein bisschen wanky und so, aber die bauen halt diesmal echt viel Parcours auch ein. Und ich bin so hyped drauf, Wäre Alter. es nicht cool, Skateboards zu erfinden, die auf beiden Seiten Rollen haben, dass du es auch immer umdrehen kannst? Gibt's schon. Es gibt Scheiße. die Fancy Lads, die bauen immer ganz viele abgefuckte Skateboards, die sich, weißt du, die haben dann so Sprungfedern und wenn du abspringst, klappt sich das in der Luft auf einmal auf und klappt sich auf der anderen Seite wieder Wie zu geil und ist das so. denn? Mega, also wirklich wie so ein Butterfly-Messer oder so. Als Kind hatte ich so ein Skateboard-Roller, weißt Oh du? Du Gott. konntest quasi so einen Es Griff. war ja ein Das war voll Skateboard. cool, ja. Du konntest quasi das hochklappen, dann hast du einen Roller gehabt. So, das Ja. war richtig geil. Bin ich durchs Dorf gefahren früher als Kind und habe mich voll cool Stark. gefühlt. Ja, und da bin ich hyped. Also guckt euch das gerne mal an, wenn ihr ja, auch interessiert seid. Mega. Es gibt da Warruns, Alter. Fucking Nein, Warruns, wirklich? Krass. weißt Cool. du? Ja, so. Ich hab Bock. Werde ich auch spielen. Also für die PS4 dann oder für auch Ich PS? denke für die 5. Für die 5 schon. Ach, die gibt es ja auch schon. Die gibt's auch schon, yes. Es geht so schnell. Ich war noch Die richtig werden gehypt, so schnell erwachsen. als die PS2 damals rauskam. Boah, geil, krass, Alter. Ja. Jetzt schon die PS5, ich bin begeistert. Tino, da habe ich jetzt so viel privat über meine Oma erzählt. Du hast ja gar nicht über privat dein. Was war denn da? Du warst auf dem Konzert, habe ich gehört. Ich war bei die Ärzte, ganz vergessen. Ja, Ja. endlich, ey. Du warst in der Columbia-Halle. Ich habe gehört, da war es sehr, sehr warm. Nachdem sie In the Air Tonight absagen mussten, danach mussten sie das Columbia-Hallen-Konzert verschieben. Das war jetzt endlich letzte Woche, am Mittwoch, I guess. Und in der Columbia-Halle, es war richtig toll. Also es war eine geile Setlist, es war richtig warm in dieser Halle. Ja. Und ich gebe zu, ich habe keine Maske getragen. Oh Ich bin nein. erstmal rein mit Maske und dachte, irgendwie fühle ich mich schon unwohl mit zu vielen Menschen. Aber irgendwann dachte ich mir, ich bin frisch genesen, ich kann hier kaum atmen drin. Es hat kein Mensch Maske getragen. Es waren vielleicht von 100 Leuten, waren es 2 vielleicht, die das gemacht haben. Und da habe ich dann Dann könnte gesagt, es komm. sogar ein Prozent ausdrücken, es wären dann 2. Prozent. Also ich habe mir dann gedacht, nee, mache ich jetzt nicht. Und die Set, das war einfach unglaublich geil. Was mich überrascht hat, sorry für den Ärzte-Nerd-Content wieder hier, aber sie haben übelst Sunny gebasht die ganze Zeit. Echt? Ja, sie hat so irgendwie gemeint, irgendwie, jetzt Rod ist ja ein Seelenwanderer und wird gleich zu Sunny, und hat er kurz Sunny imitiert, Rod und so. Und dann hat er Chameleon Rally gespielt, was ein Sunny-Song ist, und so ganz gelangweilt, ich liebe dich. Da haben sie echt immer so Witze gemacht so gegen Sunny und richtig angeschissen. Ein Und ehemaliges Mitglied für die ach, Leute, die das sorry. eventuell gerade nicht auf dem Ja, Schirm der haben. war der erste Bassist quasi und war aber so arrogant und hat auch immer mehr Forderungen gestellt. Und dann wollten sie ihn rauswerfen, Farin und Belan. Hat dann Sani gesagt, ihr könnt mich nicht rausschmeißen, ihr braucht mein Gesicht. Ja. Da haben sie ihn halt erst recht rausgeworfen und Aber sein Gesicht behalten. sie braucht sein Gesicht quasi nicht, und weil so sie. entstand das Lied Kopfhaut. Genau. Und sie sind trotzdem erfolgreich geblieben, auch ohne Sani, und der macht jetzt keine Musik mehr. Er hat noch ein Soloalbum veröffentlicht, was völlig gefloppt ist. Danach hat er dem Musikgeschäft den Rücken zurückgekehrt. Hätten sie sich mal lieber über Hagen lustig gemacht. Das ist nämlich witzig, weil der ist Denn gestorben. sie ja totlachen können über ihn. Ja. Nee, aber ich fand es so krass, weil auf der einen Seite machen sie ihn übelst kaputt, gerade auf dem Konzert, was er verspricht, dass es vielleicht neue
Streits gab, irgendwelche Rechte vielleicht, keine Ahnung, und deswegen ihn anpöbeln wollten. Auf der anderen Seite, als die Ärzte vor so vielen Leuten, wenn du so einen Song von Sani spielst, kriegt er richtig Geld dafür. Da kriegt er GEMA-Einnahmen und so weiter. Das heißt, sie supporten ihn ja finanziell mit diesem Song. Ja, witzig. Sie hätten einen Song über ihn schreiben können, aber dass sie einen Song von ihm covern, das ist echt interessant. Aber kick, geh mal auch rein, wenn du den Song live performst, ja? Na klar, vor allem das dann ja. Das ist Deswegen musst du, insane. wenn du ein Konzert gibst oder Veranstalter eines Konzertes bist, musst du auch eine GEMA-Liste schreiben mit Songs, die gespielt werden. Schickst du an die GEMA und die zahlen das dann quasi an diejenigen aus, die den Song geschrieben haben. Alter, die GEMA ist so ein Schmutz, das ist alles irgendwie voll dumm, finde ich. Nee, es ist gut für die Komponisten sind. Also ich kenne Ja. echt Menschen, die nicht mal berühmt sind, aber die leben von GEMA-Einnahmen, einfach weil sie Songs geschrieben haben. Und wenn die einmal selber auf Tour gehen, durch ganz Deutschland oder einmal im Radio gespielt werden, kriegen die halt GEMA-Einnahmen dafür. Und das rentiert sich schon irgendwie. Das ist eine gute Sache. Na gut. Prinzipiell zumindest. Ich habe gehört, das Highlight des Abends war, dass sie Kerngeschäft gespielt haben. Ja, das stimmt. Das haben sie bei uns leider nicht. Aber War nicht ja. Loop die Loop die Loop? War die Nee, da? sie war nicht da. Schade. Aber die Setlist ändert sich ja eh ständig. Das Und macht man ja eher als. wer hat Loop die Loop gerappt dann? Keiner, es gab diesen Part nicht einfach. Na, ein Jammer. Es ist halt ein Song mit einem Feature-Part und wurde einfach nicht Das gespielt. erste offizielle Feature mit die Ärzte und es ist einfach nicht so gut. Naja, und das Einzige wahrscheinlich auch, was bleiben wird. Ja. Und sie haben auch Setlist live geändert. Sie meinten irgendwie, hat irgendwie Bela einen Song angekündigt und fragte, meine, spielen wir doch halt eigentlich gar nicht. Ach, Oh. das habe ich schon Wenn angekündigt. das die GEMA erfährt. Ich kann auch noch rückwirkend machen. Friedenspanzer haben sie noch gespielt, was gar nicht geplant Haben war. sie bei uns auch gespielt. Und du merkst auch ganz viel auf Kommunikation zwischen den dreien manchmal. Dass manchmal Fari ein bisschen genervt ist von den beiden. Oder Bela hat sich irgendeinen Song gewünscht und den Fari aber nicht spielen wollte, weil er meinte, das war aber nicht geplant. Und er meinte, doch, den spielen wir jetzt, er hat Bock auf, bla bla bla. Und Fari guckt so Rott an und macht so den Schütteln, die Schultern nach oben. Jetzt müssen wir halt diesen Song spielen, so. Nach dem Motto. Also es scheint auch ein bisschen manchmal zu kriseln zwischen den Ja, dreien. vielleicht ist das ja geactet. Who knows? Weiß ich nicht, Brudi, weiß nicht. Na Aber geiles gut. Konzert, 10 von 10, geile Setlist. Sie können halt nicht alle Songs spielen, die sie haben, aber mir haben trotzdem ein paar gefehlt. Sie spielen halt die ganz großen Songs gar nicht mehr. Ne? Sowas wie Männer und Frauen oder Deine Schuld, Schrei nach Liebe spielen sie gar nicht mehr. Na, Schrei nach Liebe haben sie bei uns Bei uns gespielt. zum Beispiel gar nicht. Tja, Tino, da hat das Stadion gebebt. Da fällt mir ein, für unsere Playlist würde ich gerne von Die Ärzte Oh. Dauerwelle versus Mini-Plea reinmachen. Weil das ist ein Song, das sehen sie auf jedem Konzert gefühlt spielen. Ist Immer. gut, dass du das erwähnst. Ich habe da jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Mir fällt bestimmt noch ein Song ein bis zum Ende. Du musst auch noch den Link reinsetzen, ne, in die Beschreibung. True, gut, dass du mich da ja Sonst auch kommen dran keine erinnerst. Follower. Scheiße. Wir haben eine Spotify-Playlist, die heißt Brennholz unter Musik. Ja. Und da machen wir jede Woche einen Song rein, der uns gerade beschäftigt hat. Zum Glück ist erst Woche 2. Ja. Sind das zwei Songs drin? Jetzt sind drei Songs drin. Okay. Dann kommen wir mal zu der Sache, was ging auf Reddit ab in den Top-Posts, denn da habe ich diesmal sehr interessante Posts gefunden. Also einer der, also der Top 2 war, glaube ich, dass ein Schimpanse den Ninja Warrior Kurs macht in Japan. Cool. War ganz interessant. Erfolgreich auch, hat das Ja, geschafft. es ist, glaube ich, ein vereinfachter Kurs gewesen, aber war halt süß zu sehen, weil die haben so lange Arme wie Arthur Spooner. Egal. Beziehungsweise Jerry Stiller. Hat er lange Aber Arme? Ach stimmt, der hat so ja. richtig, der hat übelste Stimmt. Affenarme, Alter. Ist ja auch schon gestorben, ne? Der Ja. Schauspieler. Aber ich habe ja, auf Platz 4 und 5 oder so waren zwei sehr interessante Posts. Und zwar aus dem Subreddit Me in Real Life. Auf der einen Seite sagt jemand, es sollte Olympische Spiele geben, wo wirklich alles an Drogen erlaubt ist. Einfach nur um zu sehen, was kann der menschliche Körper erreichen mit absolut aufgedopten Muskeln. Wie schnell kann man sterben? Ja, aber fände ich tatsächlich auch interessant. Dann Hm, wurde aber ich nicht daraufhin so. eine noch interessantere Idee geputscht. Geputscht. Putscht. Gepitcht. Vielleicht auch geputscht, weil es geht ein bisschen gegen die Menschenrechte. Leute, ich pitche euch den Zweiten Weltkrieg. Ja. Aufpassen. Wir fahren zuerst in Polen Okay, gekauft. ein. Die Idee ist nämlich, dass man nicht Olympische Spiele mit Sportlern macht, sondern mit random Leuten, bei denen du vor der Tür stehst und sie müssen dann einfach antreten. So. Ohne Sonst Training, ohne werden die alles. erschossen, ja. Ja, zum Beispiel. Und dann, also, es ist natürlich klar, dass sie dann nicht super leisten können, aber ich glaube, es ist sehr viel unterhaltsamer. Weißt du? Kann ich Wenn auch irgendwie mal die Leute ganzen Joe denken. Schmoes und die Schmocks von der Straße sich da betteln müssen, ich glaube, das ist schon geil. Ich habe nur dieses Bild vor Kopf von Pitching Hitler.
Das ist doch voll von der Sketch-Serie, oder wie Hitler welche Ideen pitcht, so. Ich bin Hipster irgendwie und so und ich pitche euch jetzt hier den KZ Buchenwald, ha. Und so. Es wäre natürlich nicht witzig für die Menschen. Nein, nicht, natürlich. Aber da lacht man auch nicht drüber. Aber es ist eine lustige Idee, dass er halt so Sachen gepitcht hat, erst so vor seinen ganzen Leuten. Das wäre schon. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir lösen die Judenfrage, passt auf. Ich nenne es Antisemitismus. Das ist ein ganz neues Ding. Aber auch ja der Erste, wie wir alle wissen. Naja. Es ist eine witzige Idee mit diesem Sport und so. Können sie machen. Mit diesem Sport und so, das ist schon eine Idee. Da kann man auf jeden Fall mal dranbleiben. Wir verfolgen das weiter für Bewegung. Euch. Bewegung. Wer sich nicht mehr bewegen darf, lange. William Cohn. Der auch, aber R. Kelly. Oh ja, stimmt. Es gab einige Verhaftungen, also nicht Verhaftungen, Urteile diese Woche. Der R&B-Sänger wurde jetzt zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll nämlich Mädchen missbraucht haben und wobei eine, die wohl angeblich betroffen sein soll, hat er wohl geheiratet oder ist verlobt mit der? Naja, das war das Ding, dass sie irgendwie so offiziell nie zusammen waren, aber kaum ist sie 18, waren sie angeblich auf dem ersten Date und dann, aber ja. Jedenfalls. Das Gericht hat entschieden, er hat es gemacht, also ja. Dann wird schon stimmen. Jedenfalls ein guter Sänger, finde ich. Also ich mochte seine Songs, die er hatte, so I Believe I Can Fly und so. Ich wollte gerade sagen, das ist der auch von Space Jam, ne? Ja. Ich glaube schon, ja, stimmt. Das ist ja da. Also ein großer Musiker und leider auch ein großer Wichser. Aber es ist nicht der Typ, der Rihanna verkloppt hat, ne? Das war Chris Brown. Ah ja, genau. True. Das musst du doch wissen. Ja, ich habe ja nur Rapper geschrieben. Ich wusste nicht, wer das war. Der Chris Brown, der seine Frauen braun schlägt. Ja. Blau schlägt. Chris Frauen sind, ja, braun ist sie halt wirklich. Egal. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ist sie doch. Ist das jetzt schlecht zu sagen, dass schwarze Frauen schwarz sind oder braun? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin weißer Dude. Ich weiß es nicht, was schlecht und was gut ist. Keine Ahnung. Ich kann kein Rassist sein. Ich finde Rihanna hübsch. Ah, okay. Ich bin kein Sexist. Ich habe eine Frau. Ja. Die spült zu Hause, macht die Waschmaschine. Die ist, ja, egal. Wir lassen das an dieser Stelle. Ja, ich habe noch eine interessante Sache, dass Spanien jetzt hart gegen Lootboxen in Spielen vorgeht und finde das sehr gut und ich hoffe, das setzt sich durch, weil Lootboxen? Einfach nur Dreck. Na, das ist wie so Gamble quasi. Du bezahlst im schlimmsten Fall echtes Geld für etwas, bei dem du vorher nicht weißt, was es ist. Also Lootboxen sind so wie... Also random quasi. Genau, es sind wie... Ja, kannst vielleicht sogar gleich mit so einem Magic Booster Pack, wo halt Karten drin sind. Da habe ich mehr Ahnung davon. Ja. Von Magic Karten. Genau. Pokémon-Karten, du kennst es ja. So einen Kartenbooster kennt man ja. Nur, ich glaube, da ist vielleicht auch der Unterschied, dass man da eine Garantie hat, dass eine Rare dabei ist, weißt du? Und bei Lootboxen kann wahrscheinlich auch richtiger Schrotz dabei sein. Und das ist seit Jahren die absolute Pest in Gaming. Und wenn das wird eher schlimmer statt besser. Und deswegen finde ich es gut, wenn Länder dagegen vorgehen. Das ist doch eine gute Sache. Ja. Schön, dass Sie das jetzt machen. Einstiegsdroge und man mündet dann in Knossi. Loot. Genau. Ghislaine Maxwell, und damit geleite ich hier mal ganz elegant nach Amerika über, wurde nämlich auch verurteilt zu 20 Jahren. Das musst du dir mal vorstellen. R. Kelly, ja, der beglückt da einfach nur so eine Minderjährige, weitestgehend einvernehmlich, soweit ich das mitbekommen habe, aber ich weiß es nicht genau. Du hast nur ein Nebenzimmer, ne? Du hast nicht alles ja. mitbekommen. Und Ghislaine Maxwell, die aber wirklich, also wie gesagt, vielleicht R. Kelly, bin ich nicht ganz so im Bilde, vielleicht war der auch ein schlimmer Finger, aber der hat 30 Jahre bekommen, sie nur 20, obwohl sie halt wirklich krassen Menschenhandel, kann man sagen, betrieben hat. Die hat ja wirklich die Frauen die Mädchen rangeholt für Epstein. Die hat wahrscheinlich so gut wie nie da selber Hand angelegt, aber ist halt wirklich fucking Menschenhandel, so. Die war eine Unternehmerin. Ja, das stimmt. Der Markt hat das geregelt, dass die Kinder, die haben ja 300 Euro gekriegt für jede Happy Ending Massage an dem Epstein. Das haben sie ja angerechnet. Sie ist halt eine Unternehmerin gewesen, vom Menschenhändler zum Millionär. Ja. Und deswegen bekommt sie ein bisschen weniger. Ja, und mal gucken, ob die... Ich glaube, die wurde jetzt auch schon irgendwie auf die Suicide Watch überwiesen. Nicht, dass die dann auch irgendwie ausrutscht und plötzlich sich erhängt. Also prinzipiell kann man es verstehen, wenn man so ein hartes Urteil bekommt und der Ruf so kaputt ist, dass man sich halt lieber erhängt, als... Wenn mein Ruf kaputt geht, mit deiner! Ja. Als ins Gefängnis zu gehen, aber es ist schon auffällig, auch bei solchen Fällen, ne, dass da sich Menschen aufhängen.
die vielleicht noch andere verraten könnten. Naja, und die Suicide Watch, wo auch Epstein war, die ist ja extra dafür da, dass Leute sich eben nicht umbringen. Und dann Hochkameras aus und so. Das ist schon alles ein bisschen fishy. Sollte man noch zulassen für so Therapeuten, weißt du, dass sie dann sagen, so wenn sie eine Klientin haben, die sich umbringen will, können sie sagen, nicht, tu sie jetzt mal auf die Suicide Watchlist, dann dürfen sie sich nicht umbringen. Ja. Verdammt. Mist. System ausgedribbelt. Ich würde sterben, um auf diese Liste zu kommen. Ja, also du hast hier noch was Geiles, aber ich würde mal ein bisschen Amerika machen. Mach Amerika. Denn da gab es einiges an Gerichtsscheiße. Gleichzeitig sind ja noch die Anhörungen. Aber auch eine Gerichtsscheiße hier. Ah, Gerichtsscheiße, ein geil. Gericht. Ist geil. Es geht um Essen, das ist ein Wortspiel. Pass auf, also die Anhörungen zu dem Kapitol-Aufdingsbla ging weiter. Da wurde unter anderem gesagt, dass Trump da unbedingt hin wollte und dann vermeintlich dem Fahrer ins Lenkrad gegriffen haben soll. Das scheint aber doch nicht zu stimmen. So, Secret Service hat halt gesagt, wir gehen da jetzt nicht hin, wir fahren zurück zum Weißen Haus, Mr. Trump, und da ist er halt ausgerastet so und angekommen zurück im Weißen Haus, muss er dann halt einen Hamburger an die Wand geworfen haben, sodass da so ein Ketchup-Fleck noch da war und das muss wohl auch öfter passiert sein, also wirklich so Kleinkindverhalten irgendwie, die einen Temper-Tantrum haben und dann ihr Essen an die Wand flacken. Sehr witzig, aber darum ging es weniger und Trump ist ja eh erstmal out, der kommt ja erst in ein paar Jahren zurück, da können wir dann wieder über ihn berichten. Und, zwei Jahre, ne? Naja, ja, die Wahl ist ja schon ein Jahr vorher quasi und Amtseintritt wäre dann 24 und aktuell entweder er, wobei der auch nicht mehr allzu beliebt ist, oder DeSantis aus Florida, das sind so die heißen Kandidaten. Aber egal, es ging mehr um den Supreme Court, da möchte ich jetzt auf jeden Fall mal drauf hinweisen, denn das hatten wir letzte Woche nicht so ausführlich besprochen, dass die ja das Recht auf Abtreibung gekippt haben, da gab es so ein Fall aus den 70ern, der eigentlich immer Präzedenzfall war und jetzt hieß es, nee, einfach doch nicht. Also wirklich innerhalb der letzten Woche, zwei Wochen, gab es mehrere solche Entscheidungen und du musst dir das vorstellen, da ist ein sogenannter Supreme Court, ein Ältestenrat quasi, der aber eigentlich alles bestimmen kann, also der kann auch laut aktuellen Gesetzen quasi oder nicht Gesetzen, sondern aktueller Lage. Heißt es halt eher so, alles, was nicht explizit als Gesetz verabschiedet wurde, kann er kippen, weil das wurde ja nirgends direkt aufgeschrieben, weil es steht ja in der Verfassung von vor 200, 300 Jahren steht ja nichts drin von wegen Frauen müssen auf jeden Fall abtreiben können. Also ist es auch nicht gedeckt. Haben sie vergessen früher. Dieses uralte Dokument von Leuten, die irgendwie per Brieftaube und auf Rauchzeichen und auf Pferden geritten sind. Weißt du, da standen Dinge nicht drin, die heute irgendwie relevant sind. Komisch. So, und es gab noch ein anderes Ruling zum Beispiel, dass ein Coach, der nach dem Spiel, also wirklich ein Angestellter des Staates, und die haben ja auch Separation of Church and State, dass der jetzt nach dem Spiel zum Gebet aufrufen kann, ja, weil nach dem Spiel ist er dann kein Coach mehr, so die Regelung oder so die Entscheidung in dem Fall. Und dann haben halt Leute da immer mitgemacht, weil sie halt Social Pressure gefühlt haben, so war die Formulierung. Und die finden das völlig in Ordnung. Die Sache ist halt, wenn der Coach eine Minute nach Abpfiff irgendwie von einer Mutter angesprochen wird, so hier mein Kind und das, dann ist der doch auch in seiner Funktion als Coach. Eigentlich schon, ja. So, aber wenn der irgendwie eine Minute danach zum Gebet aufruft und dann so, ey, ja, Gott und hier, cool. Und dann machen da Leute mit von beiden Teams, weil sie denken, sie müssen jetzt mitmachen. Das ist dann wieder in Ordnung, weil er ist ja Privatperson. Das ist ganz komisch. Ja, schwierig. Und was eigentlich das Schlimmere ist, ist, dass festgelegt wurde, dass die fossile Brennstoffenergie wurde halt mehr geschützt, weil die EPA, die sich halt darum kümmert, dass man nach Richtlinien guckt, die klimaneutral sein könnten, die hat jetzt sehr viel weniger Rechte durch dieses Gesetz bekommen. Und das ist das Schlimmste, weil das hat die härteste Strahlwirkung. Und nicht geil. Gar nicht geil. Um das mal sich vor Gemüt zu führen, ja, dass jetzt vielleicht es passieren kann, dass Frauen nicht mehr abtreiben dürfen in den USA. Ja. Also bis jetzt nur dieses Recht gekippt worden und es dürfen die Staaten selbst entscheiden, ob sie es noch erlauben oder halt nicht erlauben. Ja. Aber ich garantiere dir, Texas wird eines der ersten Staaten sein, die sagen werden, Abtreibungen sind völlig verboten. Und das finde ich halt, das ist einfach unwürdig, das ist unmenschlich und das ist doch mittelaltermäßig. Ja, absolut.
Aber der Papst findet es gut. Natürlich findet es der Papst gut. Ich habe so ein Bild von einer Frau gesehen, die auf einer Demo war und meinte irgendwie, Abtreibung beginnt doch schon beim Verhüten, Männer alle kastrieren und so eine Art. Mhm. Einfach als satirische Aktion. Das fand ich wieder witzig. Ja. Ja, es ist halt dumm, weil dann auch immer ist, also die nennen sich dann immer die Party of Personal Responsibility, bla bla bla. Mhm. Aber im Endeffekt kannst du ja 1000 Verhütungsmethoden anwenden, bist responsible so. Mhm. Und es geht trotzdem schief und du wirst schwanger, obwohl du es gar nicht willst und alles gemacht hast. Mhm. Und dann bist du der Knecht oder was. So. Vor allem interessieren sie sich ja nur für das Kind, wenn das Kind halt noch Mutterleib ist. Ja. Wenn es dann geboren worden ist, ja, kümmere dich um dein Kind halt selber, ne? Dein scheiß Dreckskind. Ja. Und es ist immer noch erlaubt, Waffen zu kaufen, um damit vielleicht in eine Grundschule zu gehen und die Kinder zu erschießen. Da machen die nichts dagegen. Ja. Aber so Abtreibung, oh, pro life, weißt du. Alter, ich habe so ein Jucken im Ohr. Es geht nicht weg. Ist ganz komisch. Ich ignoriere es jetzt einfach. Haben sich vielleicht Spinneneier in deine Ohren wahrscheinlich verirrt. Das ist mein Training für Sam vs. Wild, wenn das irgendwie hoffentlich mal bald... Ich glaube nicht, dass ich es bin, ganz ehrlich. Bestimmt. Es wäre super geil. Ich habe mittlerweile richtig hart Bock, aber ich glaube es nicht. Mittlerweile sind halt auch echt ein paar gute andere Bewerbungen da und die erzählen halt über sich, was sie schon alles Tolles erlebt haben, aber auf diese selbstdarstellerische Scheiße habe ich keinen Bock. Die brauchen noch einen Clown wie dich. Ja. Das heißt, die haben so 6 Leute, die seriös sind. Naja, Knossi ist nicht seriös. Mhm. Einigermaßen. No. Nee, ja, ich boykottiere es, wenn du nicht dabei bist. Okay, sehr gut. Ja. Was ich einfach nochmal sagen wollte, was halt einfach nur degeneriert ist, dieser fucking Supreme Court, das sind 9 Leute. Mhm. Durch Trump sind halt 3 neue Leute, die erzkonservativ drin sind. Das heißt, die haben immer eine 6-3 Mehrheit bei allem Scheiß. Mhm. Und die können im Prinzip alles überregeln, was nicht ganz explizit als Gesetz festgeschrieben ist. Mhm. Und die sind halt auf Lebenszeit da drin. Das ist das Härteste. Das ist ein Fehler einfach. Also gerade, warum müssen denn die Ältesten alles entscheiden? Ja. Dann bräuchte er so einen Rat aus gemischten Altern. Ja, immer junge Leute, Mittelalter, Leute, ja. Aber auch Ältere. Und das letzte Amerika-Ding noch, was war wieder ein bisschen lustig, den Rudy Giuliani haben wir ja oft hier besprochen mit seiner verschmierten Farbe hier und so. True. Der ehemalige Anwalt von Trump, der war auf so einer, ich glaube, es war irgendeine Demo oder irgendeine Kundgebung, wie irgendeine Rallye oder so ein Scheiß, egal. Und da gibt es eine Überwachungskamera von, das wusste er aber nicht, dass er gefilmt wird. Witzig. Ja. Und fängt ich zeig's dir mal. Er kriegt von so einem Typen so einen Klaps auf den Rücken und er sagt, na du Scumbag. Ja. Hm. Und dann hat er gesagt, dass er assaulted wurde und dass er sich angefühlt hat wie eine Schusswunde von diesem Schlag auf dem Rücken. Aber und dann kam halt raus, dass man das hier sieht. Wie es wirklich nur so ein ganz leichter Klaps so ein auf Klaps ist. Und dann kommt so eine Frau, die ihn auf den Rücken streicht. Ja, genau. Und dann sagt er halt, Alter, das hat sich angefühlt. Ich bin fast nach vorne umgefallen. Es war wie eine Schusswunde. Hm. Und einfach nur wieder einer... Ein right-wing-Person, der lügt? Nein. Es ist halt wieder ein weiteres Ding, was ich bei ihm einreihe. Der hat ja auch damals irgendwie hier diese Verwechslung. Die war nicht beim Four Seasons Hotel, sondern bei so einem Bestattungsinstitut. Witzig, ja. Nur solche Dinger bei dem. Hm. Hammer. Schon peinlich. Ja, das war auf jeden Fall in Amerika los. Ja, und Trump kann ja doch noch irgendwie angeklagt werden, ne? Für. Ja, aber ganz ehrlich, dieses könnte, hätte, würde, also aktuell, wenn dann, solange der nicht im Knast ist, ist das halt echt Wumpe, so ein bisschen. Ist halt schade, aber ist halt so. Was nicht Wumpe ist, wenn ich diese lustige Nachricht, die ich gelesen habe, und zwar, ein veganer Burger, der nach Menschenfleisch schmecken soll, wurde mit 2 Preisen für besondere Kreativität ausgezeichnet. Das heißt, die Hersteller aus Schweden, die haben halt so ein pflanzliches so ein Burger halt gemacht, so ein Patty, was ja sämtliche vegane Burger gleich haben, aber du kannst sie ja verschieden würzen. Ja. Und zubereiten, dass sie nach Hähnchen schmecken, nach Kalb, nach Schwein, keine Ahnung. Das haben sie eben versucht, Menschenfleisch quasi zu imitieren. Haben sie das dann über so einen Menschen drüber gewischt, der gerade viel geschwitzt hat, oder? Ich habe nicht rausfinden können, ich habe es gesucht, wie sie das rausgefunden haben, dass sie wissen, wie es schmeckt. Aber die Idee alleine hat halt schon diesen Preis gewonnen. Und das finde ich ziemlich witzig. Und die Frage an dich und auch an euch, würdest du so einen Burger essen? Nee. Wenn ich sagen würde, ich weiß, du isst sowas eigentlich nicht. Also ich würde es wahrscheinlich nicht anekeln, wenn ich wüsste, okay, yo, ist halt kein Mensch so. Mhm. Ich würde es essen, aber ich habe halt absolut keinen Bedarf. Mhm. Ich vermisse den Geschmack von Fleisch. Menschenfleisch nicht. Ja, habe ich durchgespielt. Ich habe damals meine Geschwister alle aufgegessen, jetzt auch langweilig. Nee, ich muss sagen, ich finde schon diesen Gedanken eklig, etwas zu schmecken, was nach Mensch schmecken soll. Ich würde diesen echt nicht essen wollen. Ja, aber das kennt man doch, oder? Der Furzspray riecht halt auch nie nach Furz. Das riecht halt eklig, aber... Ja, stimmt. Also ich glaube nicht... Weiß ich nicht. Wir haben die Mensch gekostet, um das abzustimmen. Das ist die Frage. Ich habe es nicht rausfinden können, wie sie es geschafft haben.
Aber ich finde, zum Beispiel Hähnchenburger in vegan schmecken schon eher nach Hähnchen. Die schaffen das schon ganz gut, finde ich. Und den Geschmack finde ich ganz nice, weil er so dezent nach Fleisch schmeckt. Aber wenn es halt zu nah dran ist, wie jetzt so Leberwurst irgendwie in vegan, das ist nicht ganz so mein Ding. Da Ha. bin ich ein bisschen raus. Na gut. Was Oh, haben wir denn Alter, noch? es juckt in meinem Ohr. Es ist der Wahnsinn. Ach ja, die FIFA, die WM in Katar wird wohl richtig, richtig ätzend. Und man Ja. darf wohl kein Bier trinken dort, also kein Alkohol. Na, dann boykottieren wir. Also die Leichen, die ganzen Leute, die das aufgebaut haben, das ist mir scheißegal. Aber kein Bier, sind die Es hat bescheuert? eben keinen gejuckt, da können nur wie 1000 Menschen sterben oder zehntausende Menschen sterben an Sklaverei und so weiter für die Errichtung der Stadien. Aber jetzt, wo sie kein Bier trinken dürfen bei der WM, überlegen viele halt einfach hinzufahren und das zu boykottieren. Und dass man auch keinen außerehelichen Sex haben darf dort. Ja. Voll Fußball Bock. ohne Bier ist wie Ehe ohne Vergewaltigung. Ja, macht Das einfach keinen Sinn. ist Quatsch. Schön. Also ich meine, ich schaue es eh nicht, aber ich fand diese Meldung halt interessant, Von wem dass. kommt das? Oder ist es einfach nur so ein Dingsbeitrag? Das Oder ist ein Beitrag Sprecher der von. Fiete? Ach so, aber die Ja, wird Leute. aber überall geteilt, auf Tagesschau und Ja. so. Also es ist schon eine seriöse Meldung. Und ich finde es interessant, dass sie das mit sich machen lassen. Weil FIFA, Fußball ist doch eigentlich das Ding mit so betrunkenen weißen Männern, die irgendwie flirten mit Frauen, die Bier saufen nach dem Spiel oder während des Spiels. Das dürfen die jetzt nicht mehr. Das ist wie wenn du auf dem ESC keine Regenbogenflaggen mehr schwenken dürftest oder so. Oder auf dem CSD keine Regenbogenflaggen schwenken dürftest. Und darum geht es ja in dem ganzen Ja, und warum? Kladderadatsch. Ist Biertrinken nicht halal, Na, oder? Katar ist doch so ein muslimisches Land, ja. Na, können die stattdessen irgendwie das Blut von jungfräulichen, vergewaltigten 12-Jährigen oder so trinken als Ausgleich? Das ist ja okay. Da ist vielleicht der Grundstoff zu wenig. Haben sie vielleicht zu wenig Ah, da haben da. sie zu wenig. Ja, stimmt, weil da hat ja alleine der Scheich schon 40 von Müssen sie wahrscheinlich. von Bill Gates einiges wahrscheinlich Schwierig. importieren, von den Ist ganzen eigentlich auch so ein Kindern. Ding, ne? In Amerika beschweren sich die Leute bei Epstein und irgendwo anders ist das okay, wenn da Ja. jemand so einen 40-jährigen, 12-jährigen, 40-köpfigen Harem hat. Andere Kultur. Es ist Ja. eine andere Kultur. Müssen und das Epstein ist respektieren. einfach nur im falschen Land gewesen. Ja. Irgendwo anders hätte er Scheich sein können. Toll. Wahrscheinlich in Katar zum Beispiel. Schlechter American Dream. American Albtrieben, sag ich. Ja. Dumm. American Nightmare. Dann gab es noch in Oslo eine Schießerei auf der. Also jetzt kurz vor dem Pride quasi, vor der Pride Week, gab es einen Terroranschlag eines extremistischen muslimischen Mannes, Das wird aber auch der. langsam langweilig. Die können sich auch mal was Neues einfallen lassen. Nee, die haben diesmal aber Schwule abgeschossen. Das gab es nicht so häufig. Sonst war es immer so random in die Gesellschaft rein, mit Okay. LKW reinfahren. Als hat er wohl in einem Schwulenclub da rumgeschossen und Menschen getötet. Das war noch eine sehr traurige Meldung. Es war auch so ein Tag vor dem Weimar CSD, der auch sehr schön war. Sehr warm, aber sehr schön. Oslo, ausnahmsweise mal nicht Amerika, immerhin. Nee. Aber sag dem mal, der soll das nicht machen. Ich finde das nicht in Ordnung. Wurde der verhaftet oder wurde er erschossen? Ich weiß gar nicht genau. So, Hoffentlich egal. beides in unterschiedlicher Reihenfolge. Erst Ja. erschossen, dann verhaftet. Ja, wie es gehört. Ja. Und eins noch, Amber Heard bekommt wohl noch Ärger wegen Einreisebestimmungen. Die musste, ich muss ganz kurz sagen, Ich kann diese Larve nicht mehr sehen, ne? ja, ich auch nicht. Dieses Gerichts und dieses. Also Halbwissen wegen Meineids hat sie wohl, wird sie wohl jetzt gerade, wird gegen sie ermittelt, weil sie ist eingereist nach, wo warst du, nach Australien. Und eigentlich musst du, wenn du einen Hund mitführst, musst der in Quarantäne für 10 Jetzt Tage. nennt Johnny Depp nicht so. Okay, Johnny. Ja, wenn du einen Hund mitnimmst nach Australien, musst du eigentlich in Quarantäne für 10 Tage. Hat sie aber wohl nicht gemacht, Papiere gefälscht und so. Und es kann jetzt zum Verhängnis werden. Und ihr drohen bis zu 14 Jahre Gefängnis. 14 14 Jahre Jahre für Amber Heard. wegen fucking Hund. Hört, hört. Ja, Okay. die Frau ist furchtbar. Wird halt eh wieder nicht passieren, aber ja, vielleicht ja ein Jahr. Und noch eine letzte Geschichte von mir. Die Änderung des Geschlechtseintrags soll einfacher werden. Das Selbstbestimmungsgesetz ist jetzt auf dem Ist Weg. das ins Muttiheft rein oder so, oder was? Das ist so, Jetzt dass kriegst du den du. Genau, Geschlechtseintrag. jetzt ist ein Geschlechtseintrag für dein Geschlecht. Nee, Nein! also es geht. Also es geht nicht um die Biologie, weil die Bild-Zeitung gestern geschrieben hatte,
Bundesregierung will gegen Biologie vorgehen. Quatsch, es geht nicht um die Biologie, es geht echt nur um deinen Eintrag beim Standesamt und auf dem Ausweis. Hat die Ausweis. Bildzeitung schon mal überlegt, einfach mal die Schnauze zu halten? Nee, okay. Haben sie nicht gemacht, noch nie leider. Und zwar brauchst du jetzt keine Gutachten mehr, zwei Stück, sondern kannst einfach aufs Standesamt gehen und kannst deinen Vornamen und Geschlecht ändern lassen. Wie sah so ein Gutachten aus? Kam da so ein Typ mit Lupe und hat dir in die Hose geguckt? Oder? Aber gut, zwei Gutachten kann schlecht achten. Apropos Gutachten, machen wir mal den Bogen zum Anfang. Auch wenn ich das jetzt etwas untergrabe, du kannst gerne noch was dazu sagen, wenn nicht. Aber um den Bogen zu spannen, meine Oma hat ein 1000 Euro teures Gutachten für ihre Wohnung erstellt, weil sie sicher war, dass sich Tiere in der Wohnung befinden. Das ist eine Giraffe. Übertrieben saubere Wohnung, weil sie halt irgendwie mehrfach am Tag putzt. Und sie hat dann eine Firma engagiert, die einfach nur zwei A4-Seiten geschrieben hat. Und dann 35 Fotos von der Wohnung gemacht hat. Es sind halt im Endeffekt einfach nur Abnutzspuren. Weißt du, wenn du eine Tür über den Boden schleifst, immer wieder, über 10 Jahre, dann sieht man da halt so ein paar Streifen. Oder wenn du Schneidbrett hast und so, dann, ne, das nutzt sich halt ab. Sie ist immer noch überzeugt davon, dass Tiere da sind. Und diesen Bericht zu lesen, das war so witzig, weil der so passiv-aggressiv war. Aufgrund der vorgefundenen, angespannten Lage und solche Formulierungen sind da drin. Richtig witzig gewesen. Aber 1000 Euro, ja. Gutachten sind teuer und aufwendig. Und wenn es um deine Wohnung geht, ja, ist es ja noch voll okay, weil dann zahlst du einfach ein bisschen Geld und die gucken sich die Wohnung an. Aber wenn du eine Transperson bist oder du fühlst dich in deinem Geschlecht nicht wohl, musstest du halt ganz üble Sachen ertragen, musstest über dein Sexleben, über deine Körperfragen beantworten, wie oft du masturbierst. Und es gab sogar früher die Pflicht, dass du eben auch eine geschlechtsangleichende OP machen musst, ehe du dich halt umbenennen konntest und so weiter. Richtig unmenschlich, was aber zum Glück nicht mehr der Fall ist. Jedenfalls soll man ab bald sein Geschlecht durch einen Antrag ändern dürfen. Und ich find's cool, tatsächlich. Ich find's okay. Es geht ja echt nicht um Biologie, Leute. Es geht nicht darum, dass ihr euch operieren lassen dürft sofort. Es geht nur darum, dass ihr sagen könnt, okay, ich möchte nicht mehr Herr, sondern ich möchte Frau genannt werden auf dem Ausweis. Und ich möchte gerne nicht mehr Oma Gerda heißen, ich möchte jetzt einfach heißen Oma Ember oder so, weil ich Amber Heard Fan bin. Das geht jetzt bald. Schwierig. Findest du? Amber Heard Fans finde ich schwierig. Das finde ich auch schwierig. Ja, ansonsten schön für euch, ist mir persönlich egal, aber go for it. Ja, könnt von mir aus jeden Tag hin und her switchen. Nicht jeden Tag, also ich glaube, es ist so alle paar Jahre mal. Also das ist wie so Facebook-Namensänderungen. Quasi, ja. Dumm. Quasi. Na gut. Aber einfacher, bei Facebook musst du ja echt, das darfst du irgendwie nur einmal ändern, dann musst du noch einen Ausweis hinschicken und so. Aber hier kannst du einen Antrag stellen, dass du das auch offiziell machen darfst. Da ist Facebook ein bisschen strenger. Ja, ich verrate jetzt ein Geheimnis, Tino. Ja. Facebook ist Schmutz. Ich weiß. Aber gestern wieder, ey, du hast eine Rezension über irgendeinen so einen veganen Laden in Erfurt. Ja. Und dann hat jemand geschrieben, dass die eine Soße gar nicht wirklich vegan war. Und das fand ich halt, das ist eine gute Information. Da hat so ein Typ, der nicht Veganer war, kommentiert, ach du Heulsuse. Da habe ich geschrieben, wie alt bist du eigentlich, 8? Der würde genauso rumheulen, wenn er nach Katar fliegen würde und dann wird er Bier ausgeschenkt, was aber alkoholfrei ist. Wahrscheinlich. Da habe ich geschrieben, wie alt bist du, 8? Da hat er nur geschrieben, du bist ja auch eine Heulsuse. Und ich denke mir, Alter, das ist echt Facebook. Das ist so Facebook. Unfassbar. Gut. Wir sind durch für heute. Wir sind sowas von durch. Ja. Nicht so viel passiert die Woche. Nee. Also Amerika war auf jeden Fall ein Brennpunkt, aber noch betrifft uns das nicht. Wenn das in 10 Jahren hier rüber geschwappt ist, dann können wir sagen, okay, scheiße, hätten wir damals mal die Augen aufgesperrt. Aber ansonsten. Aber Abtreibungsgesetz finde ich schon ist ein großes Thema. Das war letzte Woche eher. Wir haben es halt letzte Woche nicht so zum Thema gemacht. Ja, es kann sein. Das war gerade da, als wir, weiß ich nicht, dann R. Kelly ins Gefängnis, worauf viele gewartet haben. Der Prozess war ja auch relativ lang. Ja, aber gehst du wirklich hoch? Also was, sag mal, werf mal eine Zahl. Also für mich ist tatsächlich dieser kurze Skate 4 Trailer, was halt nicht mal wirklich ein Trailer war, das war noch das Highlight. Ja, doch, der Oslo-Anschlag, der war schon relativ groß in meiner Bubble. Den habe ich halt gar nicht mitbekommen. Ne? Ich habe mir jetzt wenig abgehandelt hier, ganz kurz, weil es schon am Samstag oder am Freitag war. Na, dann zählt das nicht, Tino. Scheiß doch drauf auf die Leute jetzt, das war letzte Woche. Nein, also wenn wir Oslo rausnehmen, wäre es echt nur eine 2 die Woche. Und mit Oslo? Mit Oslo ist es schon eine 4, finde ich. Die sind ja nur 2 Punkte wert, Tino. Die waren schwul. Naja, es war halt auch nicht das Riesenthema, ne, in der Öffentlichkeit. 25. Juni. Ja, komm, das ist völlig in Ordnung. Anzahl der Toten 2. Naja, dann für jeden einen Punkt. Ja, komm. Ein Respektpunkt. Ja.
Du brauchst auch einen Song für die Playlist übrigens. Oh shit. Ja, dann muss ich an dieser Stelle ganz kurz über. Ja, komm, wir nehmen Come See About Me. Das ist ein ganz anderer Song. Den habe ich auch schon mal verwendet in einem Skate-Video. Das ist einfach ein absoluter Banger. The Supremes, das sind so nette Damen aus den 60ern. Hat man bestimmt schon mal gesehen. Come See About Me ist ein Song, der in, ich glaube, Beverly Hills Cop 3 drin ist. In der Anfangsszene in der Garage. Da tanzen die da so toll zu und 2 Sekunden später werden alle erschossen. Und dieser Song läuft aber noch weiter. Danke, Spoiler. Absolutes Brett. Von The Supremes, ja? Yes. Nice, da kommt der jetzt in die Brennholz-Untermusik-Playlist. Ist mal was anderes. Ist mal was komplett anderes. Ich versuche mal hier einen Querschlag durch ganz viele verschiedene Genres. Ja, dass das gerne. So ein richtiges buntes Potpourri der guten Laune wird, unsere Playlist. Weißt du, wir können natürlich jetzt hier auch 30 Rock-Punk-Songs reinballern, aber das ist ja öde. Ist ja blöd. Deswegen. Ich finde es schon sehr gemischt bis jetzt irgendwie. Schön. Dann gerne in die Brennholz-Untermusik. Wir machen Dauerwelle versus Mini-Please drin. Ja. Was du gerade gesagt hast. Also 4 Songs haben wir jetzt. Also jetzt ein Bild reingemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hat ein Video gemacht von uns beiden. Ja, das habe ich auch schon bekommen. Sucht bei Spotify nach Brennholz-Untermusik oder in den Link bei YouTube. Ja, ich werde diesmal den Link einpflegen. Sehr schön. Und ich poste es nochmal in die Wohlfühl-Oase. Yes. In dem man sich einkaufen kann für ein paar Dollar im Monat. Ja, $3 sind das nur. Das ist gar nichts. Dann könnt ihr hier Support leisten und es sind nicht Euro, es sind Dollar. Das heißt, ihr macht effektiv Plus. Ja, und trotz Inflation gleich geblieben, ja, ne? Super geil. Du hast nicht rangezogen, ich bin echt überrascht. Also ich merke auf jeden Fall beim Einkaufen, das ist was anderes, du. Wenn der Käse von 1,89 plötzlich auf 2,39 geht und jetzt auf 2,69, nee, 59, glaube ich. Aber meinen jungen Gouda, den brauche ich. Ich bin überrascht, immer wenn es solche Krisen gibt, da habe ich mehr Geld auf dem Konto als vorher. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Jetzt bei Inflation dachte ich auch, fuck, es kommen Nebenkostenabrechnungen und Preise werden teurer. Aber ich bin jetzt irgendwie, also ich spare gerade irgendwie Geld. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Tja. Oder ich kaufe gerade. Ja, im ersten Corona-Jahr war auf jeden Fall auch gut, weil die Leute auch einfach viel mehr zu Hause waren. Halt mehr. Das war geil, so. Das stimmt. Halt nice, ja. Da habe ich echt voll viel gespart. Aber die Preiserhöhung, die geht nicht an mir vorbei. Deswegen guckt gerne mal auf Patreon vorbei. Dann kommt ihr in die Telegram-Gruppe. Da könnt ihr den ganzen Tag mit uns schreibi. Da würde ich mich doch freuen. Gebt uns eine Bewertung bei hier Spotify. Spotify heißt die Plattform. Und cool. Wir bleiben kostenlos, Leute. Ja. Außer die Hörerwünsche und da kommen noch welche. Sind in der Pipeline. Wir haben auch noch Österreich-Podcast kommt und ja, der für Vincent. Kulturelle Aneignung. Ist ja, halt immer so eine Sache. Wir arbeiten dran. Ich finde echt keine Person, die da irgendwie betroffen ist, quasi. Ich habe zwar einen bunten Freundeskreis, aber keiner, der jetzt irgendwie sagt, er würde sich da bereit fühlen, da mitmachen zu wollen. Ja. Meldet euch gerne, vielleicht machen wir es zur Not über Discord. Wenn ihr jemanden kennt, der kulturelle Aneignung ganz, ganz, ganz schlimm findet, dann holt ihn gerne ins Boot. Nicht nur das, da kenne ich ein paar, aber ich meine jetzt Menschen, die auch betroffen sind davon. Okay, ja, auch betroffen. People of Color irgendwie, ja. Ja. Oder so. Oder beides, wir können es auch zu viert machen, weißt du? Gerne. Weil ich glaube, wir sind dann gut abgestuft. Ja. Weil du bist ja eher so mittig und ich sag, Alter, eignet ja alles an. Ein bunter, also ich finde, weißt du, Globalisierung, der kulturelle Austausch sollte wie so eine AIDS-Party sein, dass da alle hingehen und am Ende haben sie alle. Ja. So. Das kann ich als AIDS-Hilfearbeiter auf jeden Fall befürworten. Gut. Ich sterbe hier gerade, es war ein Freudenfest. Ja, es war mir ein inneres Blutflippen. Danke, die Musik ist so laut. Oh, mein Trommelfell. Auf Österreich freue ich mich ja voll. Tschüss. Ich kann ja voll die ganzen Falco-Themen reinstreuen. Ich bin auch bei den.